Therapie oder Strafe? Diese Frage wird in Großbritannien heftig diskutiert. Viele sind auch gegen die Videoüberwachungen, denn Ärzte sollten nicht die Arbeit von Polizisten übernehmen. Es ist eine äußerst ungewöhnliche Situation, auch wenn man davon absieht, dass es eine Verletzung der Privatsphäre ist und dass das medizinische Personal etwas tut, wofür es nicht ausgebildet ist. Es bleibt als Tatsache, dass die Videoüberwachung meistens auch daran scheitert, wirklich überzeugend zu belegen, was da passiert. In einem Fürsorgeverfahren ist viel weniger Beweismaterial nötig als in einem Strafprozess. Für eine Verurteilung braucht man zweifelsfreie Beweise für die Entziehung des Sorgerechts nicht. Diese Ärzte sollten lieber früher handeln, als eine Falle mit einem Kind als Köder aufzustellen, nur um jemanden filmen zu können, der gerade ein Verbrechen begeht. Einbrecher, Autodiebe, ja, die gehören hinter Gitter. Drogenhändler, ja, sperrt sie ein. Aber jemand, der seine eigenen Kinder verletzt, das ist etwas anderes. Es sollte uns etwas Besseres einfallen, als diese Eltern einfach als Verbrecher einzusperren. Was sollte das bringen? Wenn die Haft keine geeignete Antwort auf das Phänomen Münchhausen by Proxy ist, was dann? Mary litt bis vor 5 Jahren selbst an diesem Syndrom. Sie täuschte epileptische Anfälle ihres Sohnes vor. Ich erfand die Krankheit meines Sohnes. Die Folge war, dass er unnötig Medikamente nehmen und sinnlose Tests über sich ergehen lassen musste. Aber ich bekam die Aufmerksamkeit, die ich wollte. Nach einiger Zeit erkannte ich, dass er völlig gesund war. Trotzdem ging das noch lange so weiter und wurde sogar immer schlimmer. Ich konnte nicht heraus. Ich war zu tief drin. Und wie wirkte sich das auf Ihren Sohn aus? Die Medikamentenbehandlung verlangsamte sein Denken, betäubte ihn. Er kam in der Schule nicht mehr mit. Mary verlor das Sorgerecht für ihre 2 Kinder. Sie begann mit einer Therapie und bekam dann einen weiteren Sohn. Ohne die Therapie hätte ich das alles nicht geschafft. Ich bin heute eine bessere Mutter als früher, aber es hat lange gedauert, bis ich das erkannt habe. Ich hoffe nur, dass ich eines Tages meine Kinder zurückbekomme und sie dann gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder aufwachsen können. Viele Fälle von Münchhausen by Proxy sind noch viel furchtbarer als der von Mary. Hier füllte eine Mutter eine Spritze mit schmutzigem Toilettenwasser und injiziert ihre eigenen Fäkalien in das Blut des Babys. Diese Mutter versucht, ihre 2 Jahre alte Tochter in einem besonders brutalen Angriff zu ersticken. Das Kind kämpft so heftig um sein Leben, dass das Gitterbett auf den Gang der Abteilung hin und her rutscht. Die Mutter wurde wegen versuchten Mordes zu 3 Jahren Haft verurteilt. Nach ihrer Freilassung bewarb sie sich für eine Ausbildung zur Krankenschwester. In den Fällen, die ich kenne, in denen Kinder einem ernsthaften, manchmal tödlichen Risiko ausgesetzt waren, muss man davon ausgehen, dass es wieder passieren kann. Können die Eltern geheilt werden? Einige psychische Störungen kann man mit Hilfe der Gesprächstherapie behandeln. Es gibt keine Medikamente, keine Operationen, da hilft nur Reden. Im Prinzip handelt es sich um junge Frauen, die in extremen Fällen schreckliche Dinge tun und die diese Dinge über viele Jahre tun. Behandelt man sie nicht, gibt es nur eine Alternative, sie jahrzehntelang einzusperren. Aber nicht alle Münchhausen-Eltern sind Mütter. Allison lernte ihren Ehemann kennen, als sie mit ihrem ersten Kind schwanger war. Er war einfach nett, wenn ich mit ihm zusammen war, hilfreich, zärtlich. Ich war glücklich, jemanden gefunden zu haben, der nicht nur mich liebte, sondern auch noch dazu bereit war, Verantwortung für ein einige Monate altes Baby zu übernehmen. Aber Allisons Sohn hatte bald mysteriöse Anfälle. Er hörte zu atmen auf und musste in ein Spital gebracht werden.
Mein erster Sohn lag oben in seinem Gitterbett. Irgendetwas zog mich zu ihm, ein Geräusch oder etwas anderes, ich weiß es nicht. Ich fand ihn schlaff, bleich. Ich wusste, es war etwas Ernstes, etwas anderes als sonst. Im Krankenhaus rissen sie ihn mir aus den Armen und rannten los. Die Ärzte konnten Allisons Sohn wiederbeleben und legten ihn auf die Intensivstation. Es war schrecklich. Seit diesem Tag verfolgt mich das Geräusch des Beatmungsgeräts. Das Geräusch, das es machte, wenn es für ihn atmete. Es war hoffnungslos, da war kein Leben mehr. Die Ärzte hielten es für plötzlichen Kindstod. Sie gingen davon aus, dass er bereits mehrmals knapp am Tod vorbeigegangen war. Es war die einzige Erklärung, die sie hatten. Ein Jahr später bekam Allison ein zweites Baby, aber bereits nach 3 Wochen hatte es dieselben Symptome. Ich rief sofort die Rettung. Ich wollte nicht noch einen Sohn verlieren. Als die Rettung kam, war alles wieder in Ordnung. Ich entschuldigte mich, aber sie meinten, es wäre völlig in Ordnung und sie würden ihn für alle Fälle mit ins Krankenhaus nehmen. Gott sei Dank, die Ärzte dort erkannten, dass etwas nicht in Ordnung war. Die Ärzte zogen Dr. Southall zu Rate. Er empfahl, die Polizei einzuschalten und versteckte Kameras zu installieren. Er wurde in den ersten Tagen der Überwachung mehrmals dabei beobachtet, wie er das Baby ins Ohrläppchen und in die Hand zwickte, es schubste und stieß. Er beschimpfte es und drohte ihm mit einer Beißzange die Fingernägel auszureißen. Wenn ich heute zurückdenke, dann versuchten die Ärzte und Schwestern immer wieder, mich und meine Mutter aus dem Zimmer zu locken. Ich sollte einkaufen gehen oder mich entspannen. Aber auf der Straße traf ich immer wieder Leute mit Kinderwägen. Ich hätte auch mit meinem Kind spazieren gehen sollen. Der Vater wurde auch dabei gefilmt, wie er seine Finger über die Nase seines Sohnes legte. Doch die Polizei glaubte, dass das noch kein eindeutiger Beweis war. Also wurde die Videoüberwachung fortgesetzt. Wir spielten ein wenig mit dem Leben dieses Buben. Dieser Mann hatte den ersten Sohn mit genau den Methoden umgebracht, die er hier beim zweiten Kind anwandte. Wenn wir ihm zu lange dabei zugeschaut hätten, wären irreparable Gehirnschäden und möglicherweise der Tod eingetreten. Es war also eine emotional extrem heikle Überwachung. Dann aber hielt die Kamera fest, wie er seinen Sohn zu ersticken versuchte, dabei aber gleichzeitig streichelte und küsste. Endlich konnte die Polizei einschreiten. Sofort wurde eine Schwester ins Zimmer geschickt, um ihn zu stoppen. Dann wurde er verhaftet. Ich kam ins Krankenhaus und erfuhr, dass sie meinen Mann in den frühen Morgenstunden verhaftet hätten, weil er versucht hatte, mein zweites Kind zu ersticken. Das Erste, was mir einfiel, war, ich weiß nicht warum, aber ich sah sie an und sagte, er hat meinen ersten Sohn umgebracht, nicht? Und sie antworteten, vermutlich ja. Es ist so unglaublich, dass der Mann, den man liebt, mit dem man sein ganzes Leben verbringen will, versucht, den eigenen Sohn zu ersticken. Einige Leute kritisieren den Einsatz der Videoüberwachung, weil sie meinen, dass es eine Verletzung der Menschenrechte wäre. Was sagen Sie dazu? Ich kann diese Ansicht verstehen, aber in meinem Fall rettete es das Leben meines Sohnes. Wenn es die Kamera nicht gegeben hätte, wäre mein Sohn heute wahrscheinlich tot. Durch die Videoüberwachung konnte dieser Mann verhaftet werden. Im Prozess gestand der Vater, seinen Stiefsohn getötet und seinen eigenen Sohn vorsätzlich krank gemacht zu haben. Er wurde auf unbestimmte Zeit in ein Sicherheitskrankenhaus eingewiesen.